Bürger und Medien dieser Welt. Hier spricht Anonymous, wie sicherlich viele von euch den RTL Gamescom Beitrag verfolgt haben. So ist aufgefallen, dass RTL viel negative Aufmerksamkeit aufgrund beleidigender Äußerungen gegenüber von Gamern auf sich gezogen hat. Selbst nach einer öffentlichen Entschuldigung und nach einer Prüfung durch Medienwächter auf Sittenwidrigkeit, scheint der Schmerz der Diskriminierung noch tief zu sitzen. Jeder Gamer, der sich durch diesen RTL-Beitrag diskriminiert oder beleidigt fühlt, darf zu Recht wütend oder enttäuscht sein. Aber es gibt keinen Grund, im Namen von Anonymous RTL zu drohen oder anzugreifen. Die bisher hochgeladenen Videos, welche Konsequenzen gegen RTL verdeutlichen, wurden von wütenden Gamern erstellt und verbreitet. Jeder Neuling ist natürlich im Anonymous-Kollektiv willkommen. Doch sollte man die wenigen Grundsätze und die wichtigen Ziele des Kollektivs kennen. Ein wichtiger Grundsatz lautet: Don't attack the media. Auf Deutsch: Greife niemals Medien an. Bitte stoppt den Aufruf für Angriffe auf RTL. Ein Angriff auf Medien liegt nicht im Sinne von Anonymous. Das Anonymous-Kollektiv bekennt sich nicht zu den bisher geschehenen Cross-Site-Scripting-Angriffen gegen die RTL-Webpräsenz und unterstützt diese auch nicht. Die Hacks wurden von wütenden Gamern koordiniert. Dass RTL nicht zur geistigen Entwicklung beim Fernsehen beiträgt, ist schon länger bekannt. Und es ist nicht der erste Beitrag, der Ärger verursacht. Die Gamer-Szene ist auch nicht das erste Ziel einer TV-Diskriminierung. Deswegen sollte man eher auf die schlechte, geistig negative und auch unsachliche Qualität von RTL hinweisen und keinesfalls einen Sender der Medien angreifen. Öffne den Menschen lieber die Augen und informiert sie, anstatt sie an einem Verzweiflungsangriff teilhaben lassen zu wollen. Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.